Hallo in Wolfegg, ich bin von Überlingen und Salem schon wieder weg und bin diese Nacht hochgefahren worden in Raum Frankfurt, weil wir heute Morgen schon wieder Tagung hatten. Und die freie Zeit, die wir jetzt bleibt, seit 10.30 Uhr, die verbringe ich natürlich bei meinen Fliegerkollegen in Gelnhausen. Ich bin schon wieder am Tanken und habe auch meinen Bordkoffer schon gerichtet mit Sterbeurkunde und mit allem, was da so reingehört, inklusive Fliegerkarte, und werde mit einer kleinen Rotax Maschine, die man mir zur Verfügung gestellt hat für einige Stunden. Ich werde aber nur eine Stunde oder zwei rumfliegen und werde hier auch jetzt gleich durchstarten. Ich überprüfe noch die Drehzahl und noch das Towergespräch, sodass es nachher losgehen kann. Wir haben Westwind und es ist wunderschönes Wetter. Wir haben tolle Thermik und ich kann durchstarten. Ich warte jetzt noch auf die Drehzahlen, damit ich mit dem Motor klarkomme. Dann werde ich noch die Flugkarten ein bisschen studieren, damit ich auch den Flugplatz wiederfinde, denn ich habe schon mal verflogen und bin auf dem falschen Flugplatz gelandet. Aber das passiert mir heute eigentlich nicht, denn ich sehe wirklich alles von da oben. Es ist super Wetter und die Maschine hört sich mal ganz gut an. Ich habe kein Stottern und vielleicht, hier habe ich noch die Checkliste, hier geht man nochmal alles durch, damit man die Landeklappen und alles, dass das funktioniert. Und jetzt bin ich schon oben, ich bin durchgestartet und fliege jetzt praktisch östlich von Gelnhausen. Das ist da oben bei Bad Brückenau und überfliege jetzt so. Yes, Olaf, everything is okay right now, 4464, Tower 432. Das klappt ganz gut mit denen, die mögen mich und der Club ist eigentlich ganz nett. Wenn ich also mehr in Deutschland wäre, würde ich hier im Club sein. Und das Fliegen macht hier unheimlich Spaß, wenn es auch nur so ein kleiner Furzer ist. Die Rotax-Maschine, die lässt sich sehr leicht fliegen. Man kann den Motor ausschalten und kann im Segelflug fliegen. Und man hat doch so eine Reisegeschwindigkeit von ca. 170 Kilometer. Hey Joe von Apple, kommst du mal wieder runter? Olaf, take care. We take one loop more for next 30 minutes. 44399. Wir sehen hier wieder Gelnhausen. Die Barbarossa-Kirche war vorher kurz im Bild. Und ich mache jetzt so eine Südwestdrehung wieder über Heiz. Und dann werde ich Richtung Wächtersbach fliegen. Olaf, der ärgert mich immer, weil ich so lange rumfliege, aber ich werde mindestens noch eine Dreiviertelstunde fliegen und überfliege jetzt noch Gelnhausen und auch mein Lieblingsfreibad, das ihr jetzt da unten seht. Das macht mir unheimlich Spaß, dort zu baden. Es ist ein ganz tolles Freibad und dann geht es dann irgendwann wieder zurück. Ich werde noch Richtung Wächtersbach fliegen, die Messe noch überfliegen. Und hier bin ich jetzt schon wieder im Landeanflug. Da habe ich jetzt einen Schnitt gemacht für euch. Und ich kann Gott danken, dass ich gesund bin und mir das alles so ein bisschen leisten kann. Denn Fliegen, das ist absolut mein Hobby.